Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield Play for Free. Und zwar hier auf Mashtour. Und zwar wieder mal mit dem MG36. Ja, diese schöne Medic-Waffe. Mit der kommt man auch irgendwie ein schönes Server, habe ich so das Gefühl. In diesem Server. Ja, gar kein Rush. Gute KD. 12.000 Punkte. Ich weiß nicht mehr ganz genau die KD, aber schön nicht. Aber, müssen mal schauen, was wir hier in dieser Runde machen können. Wahrscheinlich können wir auch was machen, aber wahrscheinlich nicht so gut, weil ich wieder displaye und das ist immer so. Oh, bin ich gerade aus C rausgefahren. Ja. Ich zocke heute wieder zusammen mit dem Pharao, aber halt alleine Let's Playen und ja. Ne? Und da ist ein feindlicher Panzer und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der bestimmt schlecht ist. So hat noch nicht geschossen. Ne. Okay, scheiße. Na gut. Das war jetzt mal ein dummer Anfang, weil da waren zwei Panzer. Den einen großen hätte ich platt bekommen, aber dann als noch der zweite kleine mit dazu kam, war das ein kleines bisschen gay. So, okay. Typen getötet. Ist da noch einer? Ich sehe nicht genau. Okay. Weg damit. Sterbt ihre Motherfucker. Ja. M36 habe ich das hier schon wieder erzählt. Also OPs angesehene Waffe. Ist auch eine, ist auch wirklich richtig heftig. Und ja. Hab letzte Runde, ja, sowas auch wieder geschafft, hier Leute aus dem Auto rauszuschossen. Das war richtig trollig. Kam Auto mit zwei Leuten auf mich zu. Ich schieß erst den, den Fahrer und dann noch den, Schützen oben raus. Es ist einfach nur manchmal bitter, wie manche Leute nicht drauf haben, einfach mal. Ich meine, wenn ich nur der Fahrer rausschießen lässt aus dem Auto, okay. Aber Fahrer und Schütze aus dem Auto rausschießen lassen, dann ist das irgendwann einfach mal keine Normalität mehr. Von Dummheit. Da fragt man sich dann. Ups, ich wollte eigentlich gerade zur Pistole wechseln, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben, dann habe ich halt tot gesprayt. Ich wollte eigentlich so, das Tapfire habe ich so gemacht wegen M1911 schießen. Aber naja. Man kann damit auch gut im Spray dingsen. So, da kommt jetzt hier gleich um die Ecke und dann werden wir ihn abschnetzeln. Wow, da kommen mehrere Typen um die Ecke und ich wurde ge-RPG'd. Wirklich? Wirklich? Das ist. Aber an denen werde ich mich jetzt rächen. What? Okay, habe ich den jetzt nicht. Schön. Na gut, dann habe ich ihn jetzt ja nicht bekommen. Ich wurde angesniped. Das ist nicht das. Oh ja. 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 Ich freue mich. Ich bin glücklich und das hat mich jetzt nicht gestört, dass der mich umgebracht hat. Überhaupt nicht hat mich das gestört. Ganz und gar nicht. Ich will jetzt einfach nur hingehen und hingehen und Konzentration zusammennehmen und die töten. So, am besten kämpfe ich mal hier hin, weil hier kann man die eigentlich gut abfangen und keine Ahnung, wo ich weiß, das jetzt war. Ach, von dort hinten. Ach, X8C und M45. Das ist, glaube ich, eine gute Kombo. Ja, weil das hat hier Pharao so auch schon gesagt, dass das gut ist. Ich habe zwar kein M45, aber Dings schon. Ja. Hier schauen wir mal. Ein bisschen durch die Gegend. Hier, schönes Medic Standard Kit, den Defibrillator. Und ja. Vorne rennt ein Pharao rum und jetzt habe ich mich mal an Alpenkiller mal gerecht. Und nun gehen wir MG36 auf Range. So. Ich sehe nichts. Okay, ich habe einen bekommen. 92 Meter. So. Oh, Pharao sagt mir gerade, dass er den anderen bekommen hat, ja, das war. Okay. Okay, ne, ist mir jetzt zu dumm, da hinten zu kämpfen. Nehme ich hier meine Pistole und Na klar. Stand direkt neben mir noch ein zweiter Typ oder habe ich das falsch erkannt? Oh, da waren zwei Typen. Der eine kam auf mich zugerannt, den habe ich geschossen und direkt neben mir stand noch ein Typ, der Rang 3 war und mich irgendwie nicht entdeckt hat. Ne? Und da warst du. Na ja, schön. Nochmal gibt es nicht. Ha! Na ja, klar, ne? So, aber ich glaube, ich komme dir gerade mein Kumpel an, will mich wiederbeleben. 3, 2, 1. Und habe ihn nicht mehr bekommen, aber ich wurde wenigstens wiederbelebt. Und so.
Pistol raus. Der Typ ist fast tot, den bringe ich jetzt um. Wow! Och ne, klar, ne? Gut, wieder Blitz. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Ich gehe lieber die andere Richtung. Da ist das alles weniger gefährlich. Hier. Oder auch genauso sein, ist ja nichts los. Wir rennen einmal mit dem Tracer rum. Wir rennen einen Typ einfach mal so rum. Oh, da kommt der, da ist er, da ist er. Hallo, ich treffe nicht. Ach, na toll. Seitdem habe ich dann einfach gecheckt. Nachdem der Typ mich eigentlich umbringen wollte. Aus irgendeinem Grund noch nicht so richtig im Spawn drin war und deshalb habe ich keinen Schaden gemacht. Es kotzt dann an, wenn solche Typen so halb gespawnt sind, also wenn die schon als lebendig angezeigt werden und dann auch sagen, einfach keinen Schaden nehmen. Und dann auch nichts machen, aber. Ja. Ja, ich mal das Auto rausschießen nicht geklappt. Das hat sonst halt immer besser geklappt. Ah, komm, ist irgendwie ein Medic dabei, der mich wiederbeleben kann? Nein. Drecks. Typen. Hätten die schon mal machen können, ne? Ah, gucken wir mal. Mal töten, 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 töten. Critical Assist, ne? Critical Assist. Oh, ich wurde von Farmers umgebracht. Steht da neben mir, du kannst mich vielleicht mal beleben. Dort. 4, 3, 2. Sehr gut. Und auf der Farmers. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Das kann man der Farmers machen. Okay, der Besen Aswal wird mir hier zugesprochen. Okay, ich versuche dann eben die Tür auf dem Dach zu kriegen. Ich kriege einen Assist, so einen Dreck. Okay, das B kann ich mal aufstellen. B ist nicht mal so. Und ich bin damit reingekommen. Oh, der Panzer. Okay, der hat mich nicht bekommen. Okay, V.O. Bitte sehr. Ja, so, der Panzer schießt noch auf uns. Wenn man einen anderen Typen wiederbelebt. Da unten ist jemand, was Faro hat mir gerade gesagt, dass er tot ist. An dem Gerät ist er tot. Okay, er ist schon gespawnt. Gut, dann gehen wir mal wieder hier hin. Da halten wir es irgendwie nicht so lange durch und schießen einfach aufs Auto drauf. Einfach drauf. Ich habe genügend Munition. Panzer. Panzer? Panzer. Also ich habe in meinem +3-Waffe und Carskin Max habe ich so viel Schuss in meinem NG36 drin, dass man einfach mal so einfach mal ein Auto ausschalten kann mit seinem Magazin. Ist eigentlich kein Problem, aber naja. Das Problem ist ja, dass man eventuell nebenbei getötet werden kann oder sowas und das ist dann nicht so cool. Oh, das war jetzt richtig bitter. Der war... Okay. Na gut, ich habe mir einfach... Komm jetzt und... Hier hat irgendjemand von uns Frontline-Spawn gelegt und... Ja. Leitendes Typ. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn schlecht ab. Hallo? Okay. Wenn ich ihn jetzt nicht bekommen hätte, wäre das sehr bitter gewesen. So, ne? Der steht da um die Ecke. Da werden wir jetzt gleich mal angezielt um die Ecke. Critical Assist. Wirklich? Critical Assist? Hallo, ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Und ich werde von hinten umgebracht. Ich werde von hinten umgebracht. Und einer jetzt in meinem Team ärgert sich über den Server-Change. Der hat vielleicht... Der denkt vielleicht, unsere Leute sind größtenteils schwach. Der hat aber irgendwie keine Ahnung, wie schwach die meisten von denen ihren Leuten sind. Auch wenn ich jetzt eine KKD habe, besonders im Vergleich zur letzten Runde. Aber... Naja. Ist halt so die Sache... Ich verbrauche halt Gehirnzellen für das Labern. Auch wenn das Labern vielleicht nicht anspruchsvoll ist, ein paar Gehirnzellen werden dafür doch in Anspruch genommen. Der hat mich ge-RPG'd bis zu irgendwo in der Nähe, so. So, nee, bist du nicht. Okay. Ui, hi, German oder English? Ja, Deutsch. Hm. Schön. Ich bin Niederlande. Na toll, also Patz aus Niederländer, der Beste von denen. Ja, eindeutig Beste von denen. Irgendwas mit QEB oder so. Und naja. Jetzt haben wir hier 900 Punkte und irgendwie ist es kacke, wenn hier ja, wir alle Bases haben. Oh. Weil dann ist man nur so am Campen und ja. Ich weiß, interessiert euch nicht, aber meine Nase läuft. Okay, jetzt kommen wir gerade übelst die Maßen. Okay, habe ich den Tod bekommen? Ja, okay, das Auto dort, muss ich mal abschießen. Also abschießen, okay. Ich will nicht den Fahrer mal rausschießen, wenn er sich mal zeigen würde, aber irgendwie macht er es nicht. So, Auto, ne?
Okay, na dann habe ich noch mit diesen Autopunkten nochmal Punkte zum Schluss bekommen. Und naja, die Runde war ganz okay. Es war jetzt nicht so die Glanzleistung, aber ich sag dann mal auf Wiedersehen. Ne, tschüss.